So, hallo. Werbung, Markennennung, Shopnennung, Dauerwerbesendung. Und zwar habe ich was ganz, ganz, ganz Geniales zu verkünden. Und zwar, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal vielen lieben Dank an der Stelle, dass ich Teil des Teams sein darf. Und zwar bin ich in einem neuen Design-Team und zwar für hauptsächlich Stempel. Und zwar kennt ihr das vielleicht alle noch nicht, deswegen schaut da unbedingt vorbei. Und zwar, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe mir auch schon einen kleinen Notizzettel zurechtgelegt und bin dieses Video schon zigtausendmal im Kopf durchgegangen. Und ja, auf jeden Fall, die liebe Jenny von dem Kanal Jennys Kreativstübchen hat sich ein paar Gedanken gemacht. Und zwar liebt sie gelayerte Stempel. Stempel mit mehreren Schichten, damit diese Stempel 3D-mäßig erscheinen. So, und sie bestellt gerne bei einer Marke in Amerika. Und da kommt man aber eben schwer dran, auch zollmäßig und. Auf jeden Fall hat sie dann sich ein bestimmtes Budget in die Hand genommen und hat gesagt, so, jetzt wage ich es und mache meine eigenen Stempel. Und hat sich einen Designer gesucht und in Absprache immer wieder, ja, immer wieder in Absprache sind dann Stempel entstanden und es war ein langer, langer Prozess. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das einiges an Schweiß und Kraft gekostet hat, überhaupt auch erstmal einen Hersteller zu finden und. Auf jeden Fall ist entstanden das Label Stamping Wonderland. Stamping Wonderland. Stamping Wonderland hat eine Internetseite www.stamping-wonderland.de. Die können wir uns auch gleich mal auf dem Handy anschauen. Und auch einen YouTube-Kanal. Und auf diesem YouTube-Kanal findet ihr alle Tutorials, beziehungsweise nach und nach kommen da zu jedem Stempelset Tutorials, damit ihr seht, wie ihr die eben zusammenbaut. Genau. Ich öffne mal kurz hier die Homepage, dann schauen wir uns das nämlich mal an. Es ist www.stamping-wonderland.de und hier haben wir die Homepage. So, und wir sehen hier schon direkt, wir haben einen 10% Eröffnungsrabatt mit dem Code Eröffnung10 gültig bis zum 15.04. Also haltet euch ran und auch eine Osterwochenaktion. Wenn wir 4 Produkte kaufen, bekommen wir 50% Rabatt auf ein Produkt mit dem Code buy4get50% an der Kasse gültig bis zum 16.04. Wir haben hier schon den Slider, der uns auf alles Mögliche vorbereitet. Wir sehen hier auch direkt schon, was im Mai für den Stempelsets kommen. Und oh, Kirschblüten, geil. Es kommen Kirschblüten. Oh, ich liebe Kirschblüten. Ich habe ja auch welche tätowiert. Oh, und die Kühe. Eieieiei. Oh mein Gott. Ja. Oh, jetzt habe ich mich selbst gespoilert. Naja, auf jeden Fall, es sind Stempel made in Germany. Das sind Photopolymer-Stempel. Also nicht irgendwie so labberige Dinger. Es ist richtig Photopolymer. Komplett ihr Style, könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Wie gesagt, www.stamping-wonderland.de ist die Internetseite von der lieben Jenny Kreativstübchen bei YouTube und unbedingt auch deren YouTube-Channel beachten. Der heißt Stamping Wonderland. Da werdet ihr per Community-Tab auch immer wieder auf Aktionen aufmerksam gemacht, Rabatte oder ganz exklusiv. Genau, so. Und genau, es kommen jeden Monat wohl, wenn das gut läuft, jeden Monat neue Stempelsets, auch verschiedene Größen und. Es bleibt auch für mich spannend, was so kommt. Also Jenny nimmt auch gerne Ideen an, was denn so vielleicht gewünscht ist. Also Jenny ist auch eine ganz, ganz Liebe, könnt euch gerne auch mal mit ihr in Verbindung setzen. Ich habe zum Beispiel vorgeschlagen, vielleicht auch mal ein Flieder oder so oder eine Sonnenblume geht ja auch voll ab, ne? Schauen wir mal. Also es bleibt total spannend und ich stehe deswegen total dahinter, weil es eben made in Germany ist, also gemacht in Deutschland, weil es sowieso ein Start-up quasi ist und weil auch ich Lagenstempel sehr, sehr liebe und ja, ich stehe da voll hinter und Jenny, ich unterstütze dich bei allem, was kommt. Ich liebe es jetzt schon. Also wenn ihr die Stempel auch gleich in der, also wenn ihr die Stempel jetzt auch in der Hand hättet, hammergeil, hammergeil. Und ich gucke mal gerade auf meinem Notizzettel, weil meine Gedanken überschlagen sich. Ich möchte euch so gerne zu Müllen mit meinen Worten und dann habe ich Angst, dass ich was Wichtiges vergesse. So, mit den Rabattaktionen habe ich euch erzählt, eigenes Design, jeden Monat neu. Es kommen zum Beispiel wohl auch Vatertag- und Muttertagstempel, die man aber natürlich nicht nur an diesen Tagen verwenden kann. Das sind auch immer deutsche, das ist es auch, da sind immer noch deutsche Sprüche bei. Ich habe hier Stempel da. Wir schauen uns die gleich auch mal an und wir testen die auch. So, und auch
Aktuell gibt es auch noch einen Rabatt, und zwar es gibt ein Set mit Rosen und da ist ein ganz kleiner Fehler unterlaufen, und zwar bei der einen Rose sind die Blätter, nur die Blätter, nicht die Rose, die Blätter sind wohl ein bisschen zu groß und deswegen ist dieses Stempelset runtergesetzt auf 15,99 und man kann den kompletten Stempel benutzen, es sind nur die Blätter und ich denke, schauen wir gleich uns an, wenn man die geschickt platziert oder noch einen Sticker draufklebt oder, dann kann man das gut vertuschen, bin ich mir ganz sicher, ganz, ganz sicher. Ich kann mir auch vorstellen, dass Jenny, die ist so perfektionistisch oder auch gründlich und genau, dass sie das vielleicht übertreibt, dass sie vielleicht gar nicht viel zu groß sind. Wir schauen es uns gleich mal an. Habe ich jetzt natürlich auch noch nicht geschaut. Und auch in meiner Videobeschreibung findet ihr einen Link. Wenn ihr über diesen Link bestellt, bekommt ihr 15% Rabatt über mich. Und dieser Link ist gültig bis zum 30.04. um 23.59 Uhr. Und danach gibt es aber auch wieder einen neuen Code. Also ich würde sagen, bei mir wird es wohl so, wie es aussieht, dauerhaft, wenn ihr über diesen Link bestellt, dauerhaft 15% geben. Und ich möchte jetzt nicht länger um den heißen Brei reden. Wir schauen uns die Stempelsets an. Jenny, du machst da was mit mir. Nee, echt jetzt. Ich bin davon so begeistert, weil auch ich diese amerikanische Marke, die du so magst, total liebe, aber mir die auch einfach, ja, man kommt schlecht dran, ne? Man kommt schlecht dran und ich habe auch verschiedene AliExpress-Stempel, da hat man dann so labbriges Zeug und dann muss man da rumtüfteln, bis die übereinander stimmen und da hat man schon keinen Bock mehr und manchmal passt es nicht und dann hat man so fitzig kleine Stempel und da kriegt man einfach nur einen Hals, weil einfach nichts passt. So, wir schauen es uns an. Wir haben hier den Rosenmix. Boah, so schön, auch die Verpackung halt, ja, genial, einfach genial. Und ich glaube, ich muss jetzt gleich mal niesen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube, ich habe irgendeine Allergie. Also C habe ich nicht. Darf ich mir auch aktuell gar nicht leisten. Und ja, hier haben wir das Rosenset. Und guckt mal, hier auf der Rückseite sehen wir auch, wie wir das alles zusammenbasteln. Welche Rose zu welchem fertigen Röslein passt hinterher. Und ja, und ich sehe gerade, ey Leute, kauft euch den Rosenstempel für 15,99, weil ich das so will. Nee, nee, nicht auch. Natürlich, aber so wie es aussieht, hier die Blätter sind doch eh einzeln, sodass man die auch einfach weglassen könnte. Man hat doch hier sowieso schon die fertige Rose. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ihr nach dem Punkt B3 aufhört und einfach die Blätter ignoriert, zack. Oder ihr nehmt vielleicht einfach nur, wir schauen es uns gleich an, aber für mich sieht das jetzt alles sehr stimmig aus. Wir testen auf jeden Fall die Rose B. Definitiv testen wir die. Das möchte ich nicht mit mir machen lassen. Oder, guckt mal, wir haben aber auch noch die C-Rosen. Also wenn ihr tüfteln könnt, dann macht einfach die C-Rosen an die B. Also wir sind doch kreativ. Das kriegen wir doch irgendwie hin. Guckt mal, wenn wir die C-Rosen einfach hier dran machen, das wisst ihr, die C-Rosen nach da, das wird doch passen. Wir probieren das Rosenset definitiv aus. Und dann, hier das hier finde ich besonders schön. Das heißt Flower Bouquet, Blumenbouquet. Ich finde das so wunderschön. Auch seht ihr hier im Hintergrund, da ist auch immer noch aufgedruckt. Oh, ich finde das so schön. Ach, ich habe ganz vergessen. Schaut mal, hier steht noch von Herzen alles Gute. Danke, mit Liebe für dich, für alles. Hallo, viel Glück. Und die haben eine sehr schöne große, guck mal, wie groß dieses Stempelset ist und dann wie groß hier so dieses Hallo zum Beispiel ist. Also super, super. Und hier haben wir noch Sprüche wie alles Liebe, du zum herzlichen Glückwunsch, Geburtstag, was Besonderes bist, ah, sogar besonderes groß, wie es sich gehört, also auch ohne Rechtschreibfehler. Ja, ich hatte tatsächlich schon mal Stempel mit Rechtschreibfehler. Ne? Hier sind sogar noch kleine Herzchens. Guckt mal, hier ist ein ganz kleines Herzchen, da sind kleine Herzchens, da sind kleine Herzchens, auch wie goldig. Hier ist nochmal ein Weil, einfach nur ein Weil, auch genial, oder? Weil du doof bist, könnte man, also um Gottes Willen, da ist der Kreativität ja kein Grenzen gesetzt, ihr weiß, ich laber schon mal Blödsinn, aber das wäre voll mein Humor.
Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, und dann hier schaut mal, wie wunderschön, bitteschön, dieses Ergebnis ist. Das hier ist jetzt ein Stempelset, der tatsächlich nur als Einzelnes dient, beziehungsweise wir können das einmal layern und haben hier dieses Gelayerte. Habt ihr gar nicht gesehen, wir können es einmal komplett layern mit 6 verschiedenen oder wir haben hier tatsächlich aber auch optional einen einzelnen, den wir uns quasi selbst ausmalen könnten. Also das hier wäre der einzelne quasi und alle anderen sind zum Schichten. Super. Und die sind auch so konzipiert, das sehen wir aber auch gleich, dass es immer eine Ecke gibt, die exakt auf die andere passt, sodass man eigentlich fast nichts falsch machen kann. Genau. So, dann auch einer meiner Highlights. Boah, Schmetterlinge, ne? Schmetterlinge gehen ja immer. Was ich besonders geil finden würde, wenn es so einen ganz großen Schmetterling gäbe. Vielleicht so ein Tagfrauenauge oder so. Das wäre genial. So einen ganz großen oder so A6. So A6 groß, das wäre auch genial. Hallo, oh, bunte Welt, finde ich ganz toll. Das Leben ist schön. Einfach nur ein kleiner Ausrufezeichen. Boah, und das finde ich auch geil. Einfach nur das Innere von einem Schmetterling, weil das könnte man ja auch benutzen und sich einen eigenen Schmetterling zeichnen. Hier ist noch Liebe. Lässt Schmetterlinge tanzen. Sonnenschein eines Anfangs in sich trägt den Zauber jeder. Ja, also sie hat das extra so gestückelt, dass man das komplett, wie man selbst will, zusammen machen kann, zusammenstellen kann. Hier ist nochmal so ein Innenteil von einem Schmetterling. Genial. Also das heißt ja wohl, jeder Frühling trägt den Zauber eines Anfangs in sich. Oder Sonnenschein lässt Schmetterlinge tanzen, Liebe lässt Schmetterlinge tanzen. Das Leben ist schön, bunte Welt. Hallo, bunte Welt. Oder hallo, Sonnenschein. Oder hallo Frühling oder hier auch nur Frühlingsgruß und wir schauen uns auch mal die Rückseite an. Wir haben zwei Schmetterlinge, die wir stempeln könnten. Natürlich könnte man aber auch nur hier diese fetten Outlines nehmen, wenn wir so eine Schattenkarte machen wollen. Oder wir nehmen nur die A2 und die A3 und die A4 oder nur die A4 und machen irgendwelche Feen. Man könnte ja auch einfach nur die Flügel an eine Person machen, ohne dass es ein Schmetterling ist. Weil die A2 hat ja zum Beispiel nicht dieses Fühlerendenteil, dass man das einfach nur so als Flügel benutzt. Ach, mir tut mir leid, aber das ist wirklich was, wo ich jetzt so 1000 Ideen habe. Aber ich weiß, dass ich ja nicht alles auf einmal machen kann. Aber es werden auch bei mir Videos folgen mit Ideen und ich müsste mir eigentlich meine Ideen aufschreiben, aber ich gucke dann einfach nochmal mein Video selbst an und fertig. So, und hier haben wir das vorerst letzte, aber ihr habt ja gesehen, es folgen noch so viel mehr. Und zwar haben wir hier das Set Osterglocken. Und ja, Osterglocken finde ich persönlich nicht so schön, aber warum nicht? Immer für mich da, großartig, bist zum Geburtstag Blumengruß für dich. Ein wunderschöner Schriftzug, eine wunderschöne Schrift, toll. Zum Muttertag, hier ist nochmal zum Muttertag. Aber sie schrieb mir auch, dass es extra nochmal Muttertag und Vatertagstempel gibt wohl. Also schaut einfach mal vorbei, bevor ich hier Falsches sage, schaut einfach mal vorbei und ja, weil ich dich mag, danke, du, alles Liebe. Boah, dieses Danke und dieses Du. Guck mal, was das schöne Schriften sind, ne? Ein Schatz, einfach so. Toll. Und hier haben wir die fertigen Projekte. Hiermit können wir 3 verschiedene machen. Ja, aber wie gesagt, Osterglocken sind jetzt nicht so mein Ding. Mir gefallen hauptsächlich die B und die C sehr gut. Aber ja, es gibt viele Leute, die mögen Osterglocken. Und natürlich werde auch ich Osterglocken gebrauchen können. Und ja, sicher, natürlich. Toll, super. Ja, finde ich von der Aufmachung sehr, sehr, sehr schön. Und auch die sind schwer, also sehr hochwertig. Auch die Packung, die ist überhaupt nicht labberig oder was weiß ich. Also tipptopp hier auch noch, dass im Hintergrund noch gedruckt ist. Und hier steht auch noch eine Gebrauchsanweisung, dass man die wohl erst abwaschen muss, weil Photopolymer hat wohl so eine Beschichtung irgendwie. Mache ich aber nicht. Und die erste Lage, man beginnt natürlich immer mit einer hellen Farbe und jede weitere Lage wird mal ein bisschen dunkler und so weiter und so fort. Und wir schauen uns aber jetzt tatsächlich mal die Rose B an, weil die mich total interessiert. Ich habe hier meine Distress
Oxides, also ich benutze ja immer hier so Billigstempelkissen. Die wasche ich dann entweder aus oder lasse sie einfach so und träufel mir Reinker drauf. Ich habe fast alle Oxide Reinker und so mache ich mir quasi meinen eigenen Distress Oxides, weil ich bin halt kein ach so viel Stempler. Ne? Also ich bastel nicht allzu oft und ich habe einfach Angst, dass mir ein Stempelkissen eintrocknet. Deswegen bin ich ein Fuchs und habe halt nur die Reinker. Und je nachdem, wenn ich was brauche, mache ich mir ein, zwei Tröpfchen auf ein Stempelkissen und benutze das dann. Ne? Ja, als Distress Oxide. Ich habe mir auch mal die hier parat gelegt. Guck mal, die sind sogar noch zu. Das sind billige Stempelkissen mal aus China oder so. Aber auch in anderen Läden für einen Euro und so. Und da träufel ich mir einfach meine Stempelfarbe drauf. Andere Stempelfarbe habe ich auch nicht. Also ich liebe diese Oxides und ich mag diesen kreidigen Look. Und wir schauen einfach mal, wie wir parat kommen. Ich glaube, ich werde um diese Grüntöne hier nicht drum herum kommen für Blätter. Und ich werde mal schauen, welchen Oxide ich dann brauche. Ich denke mal Cracked Pistachio, Twisted Citron und Lucky Clover sind, glaube ich, schöne Grüntöne, oder? Hier ist noch ein Grüntön. Mouflon, Twisted Citron. Twisted Citron und Cracked Pistachio. Komm, wir nehmen diese drei Grüntöne gleich. Mal schauen. Schalalalalalalala. Schalala. Ja, ich habe verdammt gute Laune. Trotz allem, was so vorgefallen ist, trotz allem. Aber wie gesagt, ich habe es schon mal erwähnt, man darf sich nicht gänzlich aufgeben und fallen lassen. Man muss immer das Beste rausmachen und seine eigene Freude darf man nicht verlieren. Es ist auch manchmal alles scheiße, aber man darf sich nicht selbst aufgeben. So, genau. Und dann öffnen wir jetzt die Pandora-Box. Und ich nehme es mir heraus. Es fühlt sich so gut an, ne? Also Fotopolymer, ich kenne Fotopolymer bis jetzt tatsächlich nur von zwei, drei anderen Marken. Oh, die riechen so gut. Oh, ich liebe diesen Geruch, ne? Oh, geil. Oh, oh, ich mache jetzt mal auf Pause und dufte erst mal eine Stunde. Oh, die riechen leicht mandelig, leicht Plastikgummi. Boah, ich liebe auch so den Geruch von so neuen Jogging-Schuhen. Ich bin voll krank. Voll krank. Ja, ich wollte Rose B testen. Rose B besteht einmal aus diesem Ding hier. Ich ziehe mal gerade die erste Schicht mit komplett ab. Zacker, zacker, zacker. Oh, und hier, das Ding ist nicht gewellt. Man hat ja oftmals, wenn man so ein Ding abzieht, dass das dann wellt. Hier ist es nicht. So, Rose B besteht aus diesem hier. Das ist der hier. Oh, die kleben so lustig. Babsch, 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 babsch. Oh Gott, ich mache mich hier echt voll albern, oder? Ja, ihr kennt mich. So, komm, machen wir mitten rein. So, zack. Ich habe hier eine Stempelhilfe. Ja, für Layer-Stempel ist es empfehlenswert, wenn ihr eine Stempelhilfe besitzt. Ihr könnt es natürlich auch nur mit dem Stempelblock machen, aber ich bin jemand, ich stempel gerne auch zwei, dreimal. Und ja, ist halt praktisch. So, ich nehme Seedless Preserve, Picked Raspberry und Apple. Nehmen wir Apple. Fehlt es mir hier an der Farbe? Ja, komm. Ich nehme jetzt Apple. Ich glaube, Picked Raspberry ist das hellste. Sieht zumindest so aus. Also, die erste Schicht mache ich in Raspberry. Da, seht ihr mich? Nee, mich sowieso nicht. Oh, es ist leer. Ausgetrocknet. Seht ihr mal, super, dass ich doch da vorgewappnet bin. Dass ich hier alles habe. So, wo haben wir denn Picked Raspberry? Aber Kitsch Flamingo ist noch cooler. Komm, wir nehmen mal Kitsch Flamingo. Muss ich mir nur draufschreiben, dass es jetzt nicht mehr Picked Raspberry ist. Tja, ich mache Raspberry weg. Und nehme hier. Ich habe ja hier noch mehr Stempelkissen. Ich könnte rein theoretisch die jetzt auch so nutzen, wie die sind. Aber ich möchte jetzt einfach Oxides benutzen. So. Dann seht ihr auch, wie ich es mache. Also früher habe ich die Stempelkissen tatsächlich auch ausgespült und dann trocknen lassen. Bla bla bla. Ist mir alles total egal. Ich nehme die jetzt. Die sind auch noch saftig. Und mache mir trotzdem jetzt meinen Kitsch Flamingo einfach so drauf. Ein paar Tröpfchen nur. Mache aber hier mit der Spitze. Arbeite ich so ein bisschen ein. Ja, hier diese Billigstempelkissen, die haben halt den Nachteil, die werden irgendwann so eklig porös.
Ja. Oh, ich sehe gerade, ich hätte auch Spun Sugar. Ja, ich habe halt meine Farbtabelle jetzt gerade tatsächlich nicht hier. Deswegen verlassen wir uns einfach drauf, dass die Farben von außen genauso schön sind, wie dann rauskommen. So, also, erste Schicht mit Kitsch Flamingo. Ja, okay, wir sehen schon, dass die etwas perlen. Das liegt aber an der Beschichtung der Stempel. Und ich habe auch ein bisschen zu viel Farbe, aber das ist mir egal. Ich klatsche das jetzt einfach drauf. Es hat auch nichts mit lieblos zu tun oder so. Ich mache das nur einfach. Ich lasse mir das Feiern nicht verbieten. So, ich werde es nochmal stempeln. Ja, vielleicht wäre es wirklich besser, wenn man den mal kurz beim ersten Gebrauch mal reinigt. Wir machen es bei dem nächsten Stempel. So, wir haben den ersten Abdruck und er ist sehr saftig. Sehr saftig. Aber ist ja gut, wenn man noch voll im Saft steht, ne? Tada! Zweideutig ist eindeutig geiler. So, wir haben den ersten Layer geschafft. Ich weiß nicht, warum ich so aufgeregt bin. War was in meinem Kaffee? Ich kann es euch nicht sagen. Ich nerv mich selbst. So, B. B ist dieses hier. Müsste eigentlich, ja. B ist... Oder B. Ja, B ist das hier. Ihr seht es nicht. Ich auch nicht. Toll, oder? So, und jetzt legen wir uns das hier so drauf. Und wir sehen schon, dass das halt so übereinstimmt. Ich muss mal kurz meinen Kopf in da so reinhalten. So. So, ich mache das jetzt auch nicht so genau. Ah, kleb, kleb. Ja, die kleben gut. Na, 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 na. So, ist mir jetzt egal. Das wird jetzt so gemacht, wie ich das will. Kitsch Flamingo. So, zack, den Stempel aufnehmen. Ich bräuchte stärkere Magnete. Bei so Fotopolymer, die sind echt gut klebrig. Dann hebt das Papier schon mal ab und dann hat man Probleme, weitere Lagen gut zu machen. Jetzt habe ich natürlich hier kein Spray oder so. So, das hat jetzt zu funktionieren und gut ist. So, wir nehmen Seedless Preserved. Hoffentlich ist das nicht eingetrocknet. Nee, das funktioniert. Ja, so ein bisschen Ruppel auf einem Stempel. Guckt mal, wie wunderschön. Ach, hier sehe ich aber gerade, der ist schon kaputt, das Stempelkissen. Aber schaut mal, wie schön, ohne zu perlen. Also minimal noch, aber das liegt auch an der Stempelfarbe. So, und drauf damit. Zack, wow, geil. Schaut mal. Zack. Ja, und wenn man Übung hat, geht das auch noch schneller. Aber ich will mir ja hier gerade Zeit lassen. Ich bin hier nicht auf der Flucht. So. Ach, die kleben echt gut, ne? Die kleben super. So, und wir brauchen, ihr könnt ja auch vorspulen, wenn ihr mein dummes Gelaber nicht mehr ertragt, die B3. Das ist... Das hier. Ja, warte ich. Das ist das. Oh, das hier ist jetzt der letzte Stempel der Rose. Und dann fängt es an, witzig zu werden mit den Blättern. So, das hier wird so draufgelegt. Dann sehen wir nämlich hier unten, dass das überlappt. Hier unten ist das schön bündig. So. So, und dafür nehme ich jetzt Apple. Ah, ich muss das ja erstmal aufnehmen. Ha. Candid Apple ist das, ne? So heißt die Farbe. Und auch wieder ein bisschen ruppeli, ruppeli, ruppeli. So. Und das ist auch noch voll im Saft. Toll, Christina, du bist echt super. Ich mag mich. Manchmal. Ich nerv mich nur oft. So, und zack, drauf damit.
Habe ich etwas falsch gemacht? Man sieht nicht mehr viel von der ersten Schicht. Habe ich was falsch gemacht? Oh, ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Seht ihr, hier ist ja eindeutig weiß, eindeutig rosa und eindeutig. Warte. War rosa? Ein dunkles Rosa, ein Rot und ein dunkles Rot. Komischerweise besteht hier der Druck aus vier Farben. Das heißt ja eigentlich vier Layer. Wir haben aber nur drei Layer. Guckt mal, hier ist ein hellrosa, ein dunkelrosa, ein Rot und hier ist nochmal ein dunkles Rot. Diese B5 und B6 sind eigentlich Blätterstempel. So, mein Ergebnis sieht jetzt so aus und man sieht von dem Kitsch Flamingo nichts mehr. Man sieht nur Rot und Lila. Okay. Man sieht auch hier eindeutig, dass hier die Schattierungen fehlen. Also man hat ja hier einen dicken Schatten, dann hat man hier wiederum dickes Schwarzes ausgefüllt und hier weiß. Aber hier diese Muster, diese Zacken, da haben wir keinen Stempel für. Naja, wir gucken aber jetzt noch, wie das mit den Blättern funktioniert. Also es kann ja immer mal sein, dass bei so einem Stempel ein Fehler auftaucht. Aber ich kann mir auch denken, oder ich vermute auch, dass es an mir liegt, weil die Oxides auch so ein bisschen halt schwammig sind. Ne? Mit Oxides kann man oftmals nicht allzu gute filigrane Ergebnisse erzielen, muss ich auch dazu sagen. So, aber wir gucken uns jetzt noch die Blätter natürlich an. Dazu gehört das Prachtexemplar. Und dann gucke ich mal. Aber ich kann jetzt nicht feststellen, dass die Blätter zu groß sind. Das wird da dran gemacht. Dann nehme ich jetzt einfach mal die Billigstempelkissen. Scheiße. Wenn das so an dem Papier klebt, weil die Magnete zu hart sind. Ich habe jetzt hier auch nicht abgerubbelt. Also ich finde jetzt nicht, dass die Blätter zu groß sind. Ich stempel das öfter, weil es ist ein ganz helles Grün. Also nö, finde ich jetzt nicht. Ich finde eher, dass die Blume das Problem ist. Oder vielleicht hat gar keins ein Problem. So, und dann die zweiten Blumen. Dazu gehört der kleine hier. Boah, das finde ich jetzt wiederum ein bisschen nervig, dass da jetzt so viel Kleinzeug ist. Am liebsten würde ich das jetzt nicht machen. Oh, da fällt es mir dann tatsächlich schwer zu gucken, wo das hinkommt, weil das finde ich. Ja. Aber es kommt hier hin an das Blatt. Ungefähr so. Aber die Blätter sind nicht zu groß. Die Blätter sind nicht zu groß. Also finde ich. Ich weiß es nicht. So, das sind jetzt die Innenteile. Ah, ich krieg das nicht auf. Die Blätter finde ich tipptopp. Zuklappe. So, da reicht sogar eins. Und auch ohne, dass ich es jetzt abgeputzt habe, funktioniert das. Ja, ich bin jetzt nicht so der krasse Stempelreiniger, ne?
bin ich nicht. So, und da haben wir aber noch eine Schicht, und zwar die hier. Die haben wir auch noch. Und die kommt noch mal. Wie kommt die hin? Die kommt so hin. Damit wir noch mal so ein kleines Kränzchen haben. Wohl anscheinend. Wobei ich das schon fast wieder ein bisschen übertrieben finde, aber kann man ja auch weglassen. Aber ich wollte gerne mal den kompletten Stempel testen. Und dann gehört das dazu. So, warte, machen wir noch mal, weil der obere hier. Schönes Grün. Oh, schönes Grün. So. Und da haben wir quasi unsere fertige Rose. Und die Blätter sind nicht zu groß. Also hätte das überlappt, jetzt war das vielleicht nicht. Ich hätte das noch ein bisschen weiter nach oben legen müssen. Also Präzision ist bei so Stempeln schon wichtig. Aber mir lässt das keine Ruhe, weil ich will jetzt echt nichts Falsches sagen oder nichts irgendwie schlecht machen. Deswegen werde ich das jetzt nochmal testen mit ohne euch. Mit ohne euch, toll, oder? Und werde mal schauen, ob ich die Rose vielleicht falsch gemacht habe, weil ich will hier auf keinen Fall irgendwas Falsches behaupten. Also wir sehen uns dann gleich wieder. So, auch liebe Jenny, schau mal, ich habe jetzt extra mal orange, also das erste, hier, das erste war orange, dann rot und dann extra mal blau. Also vom orange sieht man nichts mehr, fast nichts mehr, hier ein bisschen was, rot ganz viel und blau. Also irgendwie wird die erste Schicht komplett verdrängt. Ich kann es nochmal mit anderen Stempelfarben probieren, aber es sieht absolut leider nicht so aus wie auf dem Bild. Und ich sehe auch gerade, dass sehr wahrscheinlich auch ein Fehler herrscht, weil ich gehe davon aus, ja, da ist ein Fehler. Schau mal, ich habe einen Fehler entdeckt. Wir haben ja hier diese Zacken nach unten, ne? Man hat ja hier diese Linie quasi und dann gehen ja hier diese kleinen Zacken nach unten. Hier gehen diese Zacken aber nach oben, obwohl, ne, die... Ich finde das ganz merkwürdig irgendwie. Also es passt überhaupt nicht aufeinander ein. Das ist, stimmt nicht. Und man sieht es auch eindeutig, dass hier B3 diese Zacken hat. Und man soll ja mit der hellsten Farbe anfangen. So, aber hier ist dann die hellste Farbe quasi, die letzte Farbe. Und die letzte Farbe ist eigentlich doch die dunkelste. Das haut so nicht hin. Das haut so nicht hin. Mhm. Man sieht ja auch, dass hier oben dann ganz viel Schwarz, was ja dann hier auf dem Endergebnis hell sein soll, ist dann ja hier gar nicht hell. Weil, wisst, guck mal, hier ist ja, was hier ja schwarz ist, was ja quasi dunkel sein soll, ist hier auf einmal hell. Aber hier oben, das Ganze wird ja auch gestempelt und da ist von der Helligkeit hier nichts zu sehen. Also die Rose, die stimmt nicht überein. Diese Rose passt nicht. Passt nicht. Aber liebe Leute, man hat ja trotzdem ein schönes Ergebnis und ich muss auch ehrlich sagen, dass die Rose nur mit B1 und B2 schon sehr, sehr schön ist. Und dann noch die Blätter, also die Blätter, die passen. Die passen eindeutig. Aber die Rose, die stimmt nicht. Ja. Das ist halt das Praktische auch an einem Designteam. Wir machen das ja nicht, um irgendwas schlecht zu reden, sondern wirklich, um zu schauen, um zu testen, was Sache ist. Und auch dieses Video ist auch nur in Einstimmigkeit bzw. in Einverständnis mit Jenny hochgeladen. Und ja, also Jenny, wenn du nicht willst, dass dieses Video hier hochgeladen wird, dann wird es natürlich auch nicht hochgeladen. Beziehungsweise gib mir Bescheid, dann schneide ich den Rest raus und lass nur die Erklärung online, weil die Erklärung ist ja schon sehr viel wert, was ich da gesagt habe. Und dann gibt es das Tutorial halt wann anders. Das hat jetzt auch nichts mit Vertuschen von Tatsachen zu tun. Aber man muss ja jetzt kein Feuer entfachen, was man noch retten könnte, gell? Vielleicht liegt der Fehler auch an mir, aber ich glaube nicht. Ich habe es jetzt zweimal ausprobiert und habe es mir ja auch angeschaut. Das ist eindeutig, dass der Stempel da nicht ordentlich durchdacht. Also da fehlt halt, von den Schatten her passt das nicht.
Genau, okay, ihr Lieben. Aber schaut echt gerne mal vorbei. Es wird auch bei Stemming Wonderland. Vielleicht wird sie diesen Fehler auch selbst schon gemacht haben oder entdeckt haben. Es gibt ja zu jeder Blume auch ein Tutorial bald, nach und nach. Und da werdet ihr es auch sehen, beziehungsweise vielleicht werdet ihr auch sehen, dass ich vielleicht einfach nur doof war. Kann auch sein. Okay, ihr Lieben, also schaut aber auf jeden Fall mal vorbei. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Und wir sehen uns dann bald, auf jeden Fall auch mit gewerkelten Karten. Ich wollte, das war jetzt einfach nur mal eine Demonstration. Die nächsten Videos gehen dann darum, was ich so gestaltet habe. Auch vor allen Dingen im Blick mit diesen mit diesen Schmetterlingsflügeln. Sehr geil. Also bleibt dran, bleibt artig, passt auf euch auf und macht's. Tata, hier bin ich wieder, eure Carla Kolumna. Kurzer Nachtrag. Ich habe gerade ein ganz, ganz tolles Gespräch mit Jenny gehabt, also mit der Besitzerin und Gründerin von Stemming Wonderland. Und ich darf euch Folgendes verkünden. Also, tatsächlich ist es so, dass die Rose tatsächlich falsch gelayert ist und tatsächlich auch die Blätter nicht so exakt sind, wie sie es sich gerne hätte. Also vergesst aus diesem Stempelset quasi Rose B, beziehungsweise wenn ihr Rose B doch benutzen wollt, dann geht ja B1 und B2 tadellos. Und auch die Blätter würden funktionieren. Jenny sagt, die wären jetzt nicht exakt genau. Also ich meine, ich habe jetzt schief gestempelt, aber ich finde sie toll. Aber Jenny ist halt 100% und sie sagt, da stimmt was nicht. Okay, aber wie gesagt, für 15,99 € bekommt ihr dieses Stempelset runtergesetzt. Und alle anderen Rosen funktionieren ja tadellos. Und ich sag mal so, ihr könnt ja die Rose B1 und B2 verwenden oder auch B3 auch einzeln. Oder ihr könnt natürlich die Blätter auch dran machen. Ihr könnt die Blätter einzeln benutzen und irgendwas selbst kreieren. Oder. Also das Stempelset ist ja dennoch super genial, tolle Qualität und zu gebrauchen. Allein schon die ganzen anderen Rosen, die ganzen anderen Sprüche. Und für 15,99 € ist das wirklich doch super. Und genau, ich kann euch auch noch sagen, dass das Stempelset aktuell überarbeitet wird und die komplette Rose B entfällt, weil Rose B ist dann geplant mit 6 Schichten. Boah, 6 Schichten. Und es ist auch eine wunderschöne Rose und schaut euch auch mal die Rose 3 an. Also es ist ein durch und durch schönes Stempelset. Ich wollte das nur gerne nochmal klarstellen, damit ich euch hier nicht in Unwissenheit lasse und ich wollte gerne diese Videofrequenz anfügen, weil ich sprachlich euch besser was erklären kann. So, und des Weiteren auch noch die Info. Ihr habt ja gesehen, auf der Homepage gibt es einen Öffnungsrabatt bis zum 15. mit diesen 10%. Okay, ob der 15. jetzt noch hinhaut, weil wir haben heute den 15., wird ein bisschen knapp. Aber ich sag mal so, mit meinem Link bekommt ihr ja 15% Rabatt. Das ist doch sowieso viel besser. So, aber jetzt kurze Info. Es gibt ja hier diese Rabattaktion, die Osteraktion bis zum 16.04. 4 Produkte kaufen und auf 1,50% erhalten. Diese Gutscheinaktion ist wiederum nicht mit meinem Code kombinierbar. Das heißt, entweder kauft ihr wirklich 4 Produkte, dann ist der Code für euch besser. Wenn ihr aber sowieso nur 1, 2 oder 3 Stempelsets haben wollt, dann ist wiederum ein 15% Code besser. Also schaut einfach mal, was für euch am besten passt. Und dann möchte ich euch auch noch was zeigen. Und zwar habe ich ja erzählt, es gibt noch einen Muttertag und einen Vatertagstempel. Und ich habe ja dann gesagt, oh, komisch, dass der hier nicht ist. Wisst ihr, warum der hier nicht ist? Weil Hitters, hier sind Sachen, die neu kommen. Der Muttertag- und Vatertagsstempel befindet sich schon kaufbereit in der Kategorie. Wir haben ja hier die drei Striche. Produkte klicken wir mal an. Und wie gesagt, ihr könnt, hier sind nochmal die ganzen Produkte, ihr könnt, da haben wir es, Muttertag und Vatertag könnt ihr jetzt direkt schon kaufen. Und genau, richtig. Die Lieferung bei Jenny wird circa Dienstag, Mittwoch ungefähr sein. Und sobald sie die hat, gehen die direkt ruckzuck, ohne Umschweife, nach Bezahlung natürlich, nach Zahlungseingang, direkt an euch raus. Also so, dass ihr pünktlich zum Muttertag definitiv damit noch stempeln könnt. Und Vatertag, wie gesagt, ist ja sowieso auch noch hin. Da geht ja sowieso gar nichts schief. Aber nur das jetzt schon mal gesagt, das ist wirklich tipptopp. Und hier sehen wir auch, wie es fertig aussieht. Wir haben halt ein ganz großes Vatertag mit einem wunderschönen Design, was wir layern. Wir haben diese wunderschönen Sprüche. Schaut es euch auch gerne nochmal selbst an. Also tipptopp. Wollte ich euch nur mal anmerken. Und wie gesagt, mit meinem Code spart ihr ja 15%. Und wenn ihr jetzt noch bis zum 16. bestellt und wirklich 4 Stempelsets haben wollt, ey, das ist doch toll. Also
Ich will jetzt, dass ihr da hingeht und zuschlagt. Das will ich jetzt. Zack. Nee, warum ich halt da so hinterstehe, habe ich ja Jenny auch gesagt, weil es halt wirklich Fotopolymer ist. Wir haben uns auch noch länger drüber unterhalten bezüglich Qualität. Und Fotopolymer ist halt tatsächlich, es ist ein wunderschönes Stempeln. Es ist, man kann durchschauen, man kann ganz feine Linien damit erzeugen. Es ist nicht so schmatzig wie zum Beispiel ein Silikonstempel. Wenn du einen Silikonstempel zu sehr runterdrückst, dann werden die Linien manchmal so ein bisschen breiter. Fotopolymer behält seine Form, behält seine Klebekraft. Es ist halt wirklich jeder, der ein hochwertiges Stempelset mit Fotopolymer hat, der kennt einfach den Unterschied und weiß es zu schätzen. Und ich weiß, dass ich hier viele Leute in meiner Community habe, die eben auf Qualität achtet. Und ich sage euch eins, hier seid ihr durchaus gut bedient und es ist wirklich toll. Also ihr könnt ja auch zur Not, wenn ihr euch nicht ganz so traut, einfach nur mal ein Stempelset bestellen und einfach nur mal testen. Und dann könnt ihr ja nach und nach die anderen ordern, wenn ihr möchtet. Wie gesagt, mit meinem Code findet ihr in der Artikelbeschreibung. In der Videobeschreibung findet ihr ja meinen Link. Da habt ihr dauerhaft 15%. Und wenn der abgelaufen ist, bekomme ich jederzeit auch einen neuen für euch. Und genau, folgt auf jeden Fall Stemming Wonderland auch bei YouTube, weil, wie gesagt, im Community-Tab werden immer mal wieder Aktionen starten, wo Jenny kurzfristig euch mal einen Code bereitstellt. Und ja, ich muss aber jetzt ehrlich sagen, jetzt wo ich den Stempel sehe, auch wenn er natürlich nicht so sein sollte, aber irgendwie finde ich ihn doch jetzt sehr reizvoll, weil wenn man jetzt ein bisschen Doodling begabt ist, könnte man mit einem schwarzen Feinliner einfach sich noch ein bisschen Struktur selbst reinmalen. Stelle ich jetzt fest, jetzt wo das hier so liegt und ich mir denke, wow. Ja, auf jeden Fall, der Ideen, der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt und ach ja, toll. Nee, wirklich toll, super, finde ich ganz toll und ja, auch wenn ihr irgendwelche Fragen zu diesen Stempeln habt oder irgendwelche Probleme entdeckt oder so, ihr könnt auch mit Jenny jederzeit Kontakt aufnehmen. Sie hilft euch auch, so gut es geht. Und ja, also seid gespannt, was da noch kommt und wie es sich entwickelt. Und dann würde ich sagen, kommt mit ins Boot, schaut es euch an und lasst uns wachsen, würde ich sagen. Also nicht lasst uns wachsen, sondern lasst Jenny wachsen. Beziehungsweise, ja, schaut mal, einfach mal schauen. Ne? Ich will hier niemandem was aufschwatzen, um Gottes Willen, ich bin hier nicht bei QVC. Aber natürlich, natürlich. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, deswegen hat Jenny mich halt auch ausgewählt. Ich lobe jetzt nichts in den Himmel, was irgendwie scheiße ist. Und ich habe der Jenny tatsächlich das Video auch so geschickt, wie ich es euch hier vorgespult hat, also das komplette Video. Und Jenny hat extra gesagt, nein, schneide nichts raus, kein einziges Wort. Deswegen ist dieses Video jetzt so, wie es ist. Und ihr seht es, komplett authentisch, ohne dass ich was geschnitten hätte. Ich hätte es aber sehr wahrscheinlich schon gemacht, wenn es nicht so erwünscht ist. Und so habt ihr ein ganz authentisches Video mit meinen ersten Eindrücken komplett live. Also das war so nicht geplant, weil ja, das ist alles einfach grandios. Ich bin, ach Mann, ich glaube, ich setze mich jetzt tatsächlich hier hin und bastel was mit den Schmetterlingen, weil ich diese Idee mit den Feen und den Flügeln so toll finde. Ich muss es euch nochmal kurz zeigen. Ich finde diese Flügel hier, quasi diese hier, die finde ich toll. Ach ja, ach ja. Also, Schmetterling, Schmetterling, Schmetterling. So, jetzt mache ich hier Ende Gelände. Und wünsche euch alles Gute, frohe Ostern, wenn ihr das noch vor Ostern seht. Ansonsten einfach alles Liebe und Gute und bis dann. Tschüss.